Herzlich willkommen mit uns an der Ostsee. Wir haben nämlich dieses Wochenende kinderfrei und richtig schönes Wetter und dachten uns, Mensch, dann fahren wir doch mal an die Ostsee. Und dementsprechend sind wir gestern schon angekommen und waren heute schon in Prerow, schauen uns gerade Zingst an. Also bleibt doch einfach mal dran und genießt die Bilder. Das war jetzt mal ein bisschen von Prerow und ich glaube, wir fahren jetzt mal ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, was wir so finden. Es ist verdammt windig. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt was. Wir sind inzwischen auf Rügen angekommen und flanieren gerade an der Mole in Lassnitz lang und haben festgestellt, dass die Fischbrötchen hier echt günstig sind. Die waren früher schon. Wann waren wir das letzte Mal hier? Vor 13 Jahren oder? Ja, vor 13 Jahren ungefähr und da ohne Auto mit Zug. Und da waren wir hier auch Fischbrötchen essen. Matthias Brötchen für 1,80 Euro. Da mussten wir extra zu dem Laden nochmal zurückgehen, weil es so lecker war und haben uns noch eins geholt. Und vorher in Zingst habe ich ein Fischbrötchen gegessen. Kann ich euch gar nicht den Preis sagen. Schlackert da mit den Ohren. War auf jeden Fall echt teuer. Wir werden mal gucken, ob wir hier irgendwo nachher noch ein Schlafplätzchen finden. Ansonsten wird uns noch irgendwas einfallen. Gehe ich davon aus. Gut, wenn ihr noch ein bisschen was vom Hafen sehen wollt, dann bleibt dran. Übrigens, die Mole von Sassnitz ist, glaube ich, knapp 1,5 Kilometer lang. Ich dachte mir, das wäre die längste, aber die steht, glaube ich, in England irgendwo und die ist dann 3,5 Kilometer lang, glaube ich. Naja, vergesst mal die Fakten. Aber sie ist extrem lang und einmal hin und zurück sind definitiv 3 Kilometer. Also da kann man schon mal so ein Fischbrötchen essen, ne? Und wie schon Janine meinte, als wir das letzte Mal da waren, haben wir 1,50 für ein Fischbrötchen bezahlt, das jetzt 2,80 kostet. Die Preissteigerung ist gar nicht so heftig, ne? Und mitunter, glaube ich, immer noch das günstigste Fischbrötchen, das ich die letzten 8 Jahre gesehen habe. Thank you.
So ihr Lieben, das war es jetzt von uns von der Ostsee. Wir chillen hier mal noch an einem von unseren Lieblingsplätzen und bereiten hier mal noch so ein spannendes anderes Video vor. Seht ihr dann demnächst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, nämlich genau in diesem. Bis dann!